Wurzelgesetze, Übung 3, vier kleine Teilaufgaben, vierte Wurzel aus a² geteilt durch zweite Wurzel aus a ist gleich. Wir haben hier zwar ein Punktzeichen, aber wir haben nicht denselben Exponenten. Was können wir tun? Ich würde vorschlagen, wir schreiben jetzt hier diese erste Wurzel, also die vierte Wurzel aus a² erstmal um in eine Potenzschreibweise, also in a hoch 2 Viertel. Geteilt durch, das lasse ich jetzt erstmal nochmal hier so stehen, kürze mein 2 Viertel zu 1 Halb und habe dann a hoch 1 Halb geteilt durch zweite Wurzel aus a. A hoch 1 Halb kann ich dann wieder als Wurzelschreibweise schreiben, dann habe ich nämlich die zweite Wurzel aus a und hier auch die zweite Wurzel aus a geteilt durcheinander. Jetzt hat man denselben Wurzelexponenten und könnte theoretisch unter eine Wurzel zusammenfassen. Da hätte man zweite Wurzel aus a geteilt durch a. Aber man sieht ja hier schon, dieser Term ist dasselbe wie das. Das ist also quasi, als wenn hier stehen würde, sagen wir mal, x geteilt durch x, was ja 1 ist. Oder ein anderes Beispiel, 5 geteilt durch 5, was ja 1 ist. Genauso ist hier auch, man hat das geteilt durch das. Also das hier passt, der Divisor passt einmal in den Dividenden oder andersrum. Und deswegen kommt hier 1 raus. Fertig. Okay, dann die nächste ist die achte Wurzel aus 2 Quadrat mal vierte Wurzel aus 2. Jetzt machen wir im Grunde genau das gleiche wieder. Ich wandle hier, ich sehe hier im Grunde schon, der Wurzelexponent von dem zweiten Faktor ist die Hälfte von dem. Und hier steht eine 2 oben. Wenn man ein bisschen Gefühl hat dafür, dann weiß man, dass man das vielleicht erstmal in die Potenzschreibweise umschreibt. Da hat man hier 2 hoch 2 Achtel, was man kürzen kann zu 1 Viertel, dann wieder umwandelt in eine Wurzelschreibweise und dann sieht, ey, ich habe hier denselben Wurzelexponenten und fasse das als gleiche zusammen. Das heißt, ich habe hier das gleiche und hätte dann das mal das ist das Quadrat daraus, also vierte Wurzel aus 2 hoch 2. So, und das kann man dann natürlich auch wieder in Potenzschreibweise umrechnen, um dann wieder zu kürzen. 2 Viertel, 2 hoch 2 Viertel, 2 Viertel gekürzt ist 1 Halb und 2 hoch 1 Halb umgeschrieben ist dann die zweite Wurzel aus 2. Also hier einfach mal alles an Wurzel- und Potenzgesetzen rausgeschossen, was so geht und dann kommt man am Ende hier zu diesem verkürzten Ergebnis. Dann noch die dritte Wurzel aus a hoch 6 ist gleich. Ich würde hier auf jeden Fall wieder erstmal in Potenzschreibweise umwandeln. Dann hat man hier a hoch 6 Drittel. Und das gekürzt ist a hoch 2, mehr geht nicht. Weiter geht es da nicht. Und wir haben hier noch die letzte Teilaufgabe, dritte Wurzel aus, zweite Wurzel aus 64. Bei Doppelwurzeln einfach immer die Wurzelexponenten miteinander multiplizieren und dann reicht eine Wurzel. 3 mal 2 sind 6, sechste Wurzel aus 64. Frage also, welche Zahl, also die kenne ich jetzt nicht, welche Zahl mit sich selber 6 mal genommen ergibt 64. Ja, und wenn man jetzt weiß, dass zum Beispiel die fünfte Wurzel aus 32 2 ist, dann ist die sechste Wurzel aus 64, weil 64 das Doppelte von 32 ist ja auch 2. So kann man sich da rantasten. Ansonsten kann man das hier auch einfach so stehen lassen, wenn man das nicht weiß.